Das meint alles. Sie gewinnen 2-0 gegen Freiburg und eine Woche vorher gewinnt Freiburg 3-0 gegen Leipzig. Und die letzten Ergebnisse von Düsseldorf, 4-1 gegen Hertha Berlin. Wir haben 2-2 gemacht gegen Hertha Berlin. Sie haben nachher 3-3 in München. Nachher muss ich klar sagen, Sie verlieren zu Hause gegen Mainz. Aber Sie haben 7-8 klare Torchancen. Und nachher in Werder Bremen verloren. Nicht einfach in Werder Bremen gegen Werder Bremen zu spielen, wir wissen das. Und am Ende, letztes Spiel, Freiburg, 2-0 gegen Freiburg. Und muss ich sagen, nach dem Spiel, ich habe das Spiel geschaut, klar verdient. Das meint alles. Sie können sich sehr gut selbst einschätzen, wissen, was Sie können und was Sie nicht können. Und darauf richten Sie Ihr gesamtes Spiel aus. Sie machen es dem Gegner schwer, Chancen zu kreieren, herauszuspielen und sind darüber hinaus immer wieder im Konterspiel. Sie wollen nicht unbedingt viel Ballbesitz haben, glaube ich, im Konterspiel gefährlich, haben dort gefährliche Leute, schnelle Leute wie Luke Bacchio, der in München ja auch getroffen hat. Und da müssen wir eben auch immer eine gute Absicherung haben in unserem Spiel.